Die Videos der Auswanderungsserie sind alle gleich aufgebaut, um nicht nur die Effizienz beim Erstellen der Videos zu erhöhen und somit auch Zeit zu sparen, sondern auch um die Videos einheitlich zu gestalten, was dazu führt, dass der Zuschauer bereits im Vorhinein weiß, was ihn erwarten wird. Da ich ab und zu die Frage erhalte, welche Werkzeuge ich für das Erstellen der Videos verwende und weil ich denke, dass es für den ein oder anderen Zuschauer interessant sein könnte, möchte ich in diesem Video aufzeigen, wie die Videos der Auswanderungsserie entstehen. Jedes Video beginnt mit einer Idee, entweder durch einen Vorschlag eines Zuschauers oder durch eigene Ideen. Beispielsweise wurde das Video zum Auswandern in die Schweiz nicht von einem Zuschauer vorgeschlagen, sondern ich erstellte es aus dem Grund, da ich selbst in der Schweiz wohne und ich davon ausging, dass sich einige Deutsche und Österreicher dafür interessieren. Auf der anderen Seite wurden mir schon viele eher exotische Nationen vorgeschlagen, beispielsweise Ungarn oder Bulgarien, bei welchen ich wirklich zweifelte, ob sich überhaupt jemand für das Auswandern in diese Länder interessiert. Es stellte sich heraus, dass diese Länder mit fast 30.000 Aufrufen erstaunlich gut ankam. Seltsamerweise, und das habe ich auch schon von anderen Videoerstellern gehört, ist es so, dass Videos, von welchen man vermutet, dass sie schlecht ankommen, in Wirklichkeit gut ankommen und umgekehrt. Das Video zum Auswandern in die USA beispielsweise ist mit etwa 5000 Aufrufen nicht sonderlich oft angeklickt worden. Ob schon die USA hinter der Schweiz und Österreich die dritthäufigst gewählte Auswanderungsdestination der Deutschen ist. Folgend ist eine Übersicht über alle Programme, die ich für das Erstellen der Videos verwende. Ich werde auf jedes dieser Programme eingehen. Natürlich steht der Internetbrowser an erster Stelle. Diesen benötige ich nicht nur, um Recherche zu betreiben, hauptsächlich auf Wikipedia und YouTube, sondern auch um die Videoskripte, also den Text, der im Video gesprochen werden soll, zu verfassen. Da ich diese in Google Docs verfasse, kann ich sicherstellen, dass ich auch von unterwegs auf dem Handy an Skripten arbeiten kann. Das Erstellen der Skripte nimmt meist etwas mehr als eine Stunde pro Video in Anspruch. Ebenso benötige ich den Browser, um Bild- und Videomaterial zu suchen. Meistens suche ich nach YouTube-Videos, am liebsten Drohnenaufnahmen, die mit der Creative Commons Lizenz lizenziert sind. Natürlich packe ich die URL dieser Aufnahmen in die Videobeschreibung des jeweiligen Videos. Auf Pexels kann man ebenfalls freie Videos herunterladen. Bilder suche ich auf Unsplash, einer Plattform, die es Fotografen erlaubt, ihre Werke zu publizieren und die es Konsumenten erlaubt, diese Werke kostenlos und kommerziell zu verwenden. Auch Google Earth Studio, eine experimentelle Web-Applikation, mit welcher man Cinematics erstellen kann, findet häufig Verwendung. Das Tolle an Google Earth Studio ist, dass es nicht nur intuitiv zu bedienen ist, sondern dass es auf das Arbeiten mit Adobe After Effects zugeschnitten ist. Nach Fertigstellung der Cinematic wird eine JPEG-Bildsequenz sowie ein Adobe Extend Script heruntergeladen. Sobald man dieses in After Effects ausführt, werden alle Bilder in eine neue Komposition geladen und vorhin auf der Web-Oberfläche erstellte Texte werden als 3D-Ebenen mit korrekter Animation generiert. Für das Ausrechnen der Lebenshaltungskosten verwende ich Numbeo, was eine Website ist, die Preise zum Essen, Wohnen und vielem mehr für praktisch jede Stadt aufzeigt. Den 4K-Downloader verwende ich, um die Videos von YouTube herunterzuladen. Das ist eine sehr nützliche Applikation, da man auch nur den Ton eines Videos herunterladen kann. Für jedes Video erstelle ich einen separaten Ordner in Google Drive, wo sich alle zum Video gehörenden Dateien befinden. So kann ich auch unterwegs am Laptop an einem Video arbeiten und muss mir keine Gedanken zum Transfer der Dateien sowie zum Backup machen. Der nächste Schritt besteht darin, die Tonspur aufzunehmen. Dazu lese ich das Skript zuerst noch einmal durch und tätige noch einige kleine Verbesserungen. Anschließend nehme ich es mit Adobe Audition auf und schneide es zurecht. Wichtig ist, dass keine zu großen Pausen entstehen, sodass der Zuschauer stets mit Informationen versorgt wird. Da man nicht immer auf Anhieb die korrekte Betonung findet, kommt es vor, dass man Sätze mehrmals vorlesen muss. Bei mir ist es so, dass ich mindestens 1,5 Mal der Videolänge für das Aufnehmen des Tones brauche, gefolgt von etwa der doppelten Videolänge für das Zuschneiden. Für die Erstellung der Tonspur eines 10-minütigen Videos würde so ein Zeitaufwand von etwa 35 Minuten entstehen. Wie du vermutlich schon mitbekommen hast, sind in meinen Videos neben Videoaufnahmen aus dem Internet auch selbstgemachte Animationen und Aufnahmen von Google Earth Desktop-Applikation zu sehen. Die Google Earth-Animationen erstelle ich mit der Desktop-App, die ebenfalls einfach zu bedienen ist. Man kann PNGs in die Applikation laden, sie am richtigen Ort auf der Erde platzieren und dann eine Kamerarundfahrt aufnehmen und rendern. Für Animationen nutze ich Blender, was ein Open-Source 3D-Animations- und Renderprogramm ist. Damit lassen sich mit relativ wenig Zeitaufwand echt tolle Animationen erstellen. Ich kreiere mehrere Thumbnails am Stück, um so die Effizienz zu erhöhen. Dasselbe gilt für die Skripte und die Blender-Animationen. Wenn ich also weiß, dass ich je ein Video zu Griechenland, Singapur, Malta, Irland, Tschechien, Monaco und Marokko drehen werde, dann ist es zeitsparender, die Thumbnails aller dieser Videos direkt am Stück zu erstellen, anstatt sich über mehrere Tage verteilt darum zu kümmern. Die Thumbnails erstelle ich mit Adobe Photoshop. Die Karte, die im Hintergrund der Thumbnails
Thumbnails zu sehen ist, gestalte ich mit Snazzy Map. Dort kann man das Erscheinungsbild der Karten nach eigenen Wünschen ändern. Nun beginnt die Arbeit des Schneidens. Dafür verwende ich, wie bereits erwähnt, Adobe After Effects. Obwohl es eigentlich nicht primär für das Schneiden von Videos entwickelt wurde, ist es dennoch ein tolles Programm, um alles Videomaterial zusammenzupacken, Texte und Bilder hinzuzufügen und mit Effekten dem Video einen Feinschliff zu verleihen. Auch besteht die Möglichkeit, eigene Adobe Extend Scripts zu erstellen, um den Arbeitsablauf zu automatisieren. Beispielsweise erstellte ich ein Skript, das aus einer Selektion von Bildern eine Diashow erstellt. Dadurch erspare ich mir viel Zeit. Ich muss lediglich bei einigen Bildern den Ankerpunkt verändern, damit nicht immer in die Mitte des Bildes gezoomt wird, sondern auf einen Punkt von Bedeutung. Dennoch nimmt das Schneiden den Großteil der Zeit, die es braucht, um ein Video zu erstellen, ein. Meistens benötigt es etwa 1,5 bis 2,5 Stunden. Bei manchen Videos, beispielsweise dem Video über Interlaken und Lauterbrunnen oder das Video zu San Francisco, verwende ich Adobe Premiere Pro, das sich besser für das Zusammenleimen von vielen Videoaufnahmen eignet. Sobald der Schnitt abgeschlossen ist, exportiere ich das Video mit Adobe Media Encoder und schaue es mir dann zur Kontrolle einmal an. Meistens haben sich im Verlaufe des Schnittes kleine Ungenauigkeiten eingeschlichen, weshalb ich Videos praktisch immer mindestens zweimal rendere. Sobald das Video fertig ist, lade ich es auf YouTube hoch, füge den Titel und die Beschreibung hinzu, kopiere die Quellen aus dem Google Docs Dokument in die Videobeschreibung und erstelle die Untertitel. Dafür kopiere ich den Text aus dem Skript und füge es in das YouTube Untertitel Textfeld ein. Ebenfalls erstelle ich den Abspann des Videos, lade das Thumbnail hoch, füge passende Tags hinzu, weise es der korrekten Wiedergabeliste zu und definiere, wann das Video hochgeladen werden soll. Nach Veröffentlichung bleibt mir nur noch die Kommentare zu lesen, auf die ich mich stets freue. Hast du Fragen zu diesem Arbeitsablauf? Dann schreibe sie gerne in die Kommentare. Danke fürs Zusehen.